Jawohl, servus, aber der wieder mal aus dem Kronbelli. Jawohl, wir haben wieder da, dann geht's wieder rauf am Sägewerk. Zwei behinderte Punkten, was bedeutet das? Nix! Jawohl, wir schneiden wieder. Und zwar Birken. Wunderbare Birken. Dreiviertel Jahr habe ich die da hergelegt. Die haben richtig Stocker angefangen. Und jetzt schauen wir mal, wie die innen ausschauen. Gestockte Birken. Ja, Wahnsinn da. Schauen wir mal, ob es innen hin ist oder ob es noch geht. Legen wir es auf 10 und fahren wir durch. Jawohl. Also, bis gleich. Auf dir. Schnitt sieht man schon ein bisschen ein Ergebnis. Da ist ein Ost gewesen. Dann kann man jetzt zum Beispiel mit Epoxid ausgießen zum Stabilisieren. Normalerweise bin ich kein so ein Freund von Epoxid, weil es ein Kunststoff ist und ein Kunststoff mit einem Holz zusammenbringen, das ist halt allerweise eine Sache. Gell? Bin ich kein Freund, aber in dem Fall war es jetzt noch nicht einmal schlecht. Der Epoxid da rein. Schaut euch mal die schöne Maserung an. Möchte man gar nicht glauben, dass ein Birker so eine schöne Maserung hat. Gell? Wahnsinn, schaut euch das so. Das ist eine wahre Freude. Das wird aber interessanter. Wunderbare Maserung. Wunderbare Maserung. Ja, wirklich boah. Wenn ich so schaue. Der Rinden geht einfach selber weg. Der Geruch, naja, lässt zu wünschen übrig, krabbelt halt. Ne? Aber das ist ja der Sinn von der gestockten Birke. Ja. Muss man den richtigen Zeitpunkt abwarten, sonst ist alles weich. Das ist jetzt genau richtig. Also das kann man merken, dreiviertel Jahr, ideal. Das ist jetzt genau richtig. Ein bisschen länger, noch mal nicht weiß, weil es kaputt gewesen. Aber so passt es ideal. Ja, Rinden lässt sich auch von selber, muss man sich nicht anstrengen. Passt doch wunderbar. So, wie ihr seht, habe ich den nicht einmal gespannt. Also der ist ja so krumm. Der liegt nicht einmal an die Anschläge. Sonst komme ich dann nicht vorbei von dem Bauch. Hinten und vorn liegt der nicht einmal an die Anschläge. Und ich habe auch nicht die Exzenter drin zum Spannen. Also das heißt, der Baum liegt einfach so da drauf und bewegt sich keinen Millimeter nicht. Also ein gescheites Schneid, wenn du hast, auf den Bantel drauf, dann geht auch das. Dann muss man nicht unbedingt spannen. Natürlich hat der ein Gewicht, der Stamm, von Haus aus. Aber ich habe auch schon Sachen gehabt, da hat es hat es die hinten Draht. Also ein gescheites Schneid, dann geht der da durch, da fällt da gar nichts. Da musst du nicht einmal spannen. So, ich werde ihn jetzt umdrehen auf die Schnittkanten.
Da liegt der Sauer im Sägebett um und dann schneide ich die restlichen vier allein runter. Jawohl, greift man so. Schluss sollte man schon spannen, weil dann wird er immer leichter, dann haut es ihn schon hinten. Nein, geht schon, weiter nix. Und drum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freiheit. Hollaria, hollaria, hollaro. Hollaria, hollaria, hollaro.